Was passiert in deinem Leben, wenn dir in Australien zuläuft? Nur Gutes, fürchte ich, aber manchmal auch Spannendes, Verrücktes und völlig Unkalkulierbares. Ja. Also was ist mir passiert? Mitten in der Nacht, ich telefoniere mit dem Angus. Ja. Man telefoniert in Rheinhessen nicht oft mit Angus. Vor allen Dingen nicht, wenn der gerade noch in Australien sitzt. Das war 2018 und dann kam er auch. Er ist hier unser großer Kellergeist, der jetzt hier schwebt und den ich epharisiert habe. Also wir haben uns alles geteilt, also ich mein Wissen und er seine Innovation aus diesem internationalen Kopf heraus. So, also wir haben uns gegenseitig inspiriert, kreativ inspiriert und manchmal hat er mich auch zur Weißglut getrieben. Dieser Wein ist der flüssige Beweis dafür, dass das geht. Wenn du nämlich vorhast, Silvaner Ortswein zu machen, also hier so ein großer Typ, ja, und sehr, sehr, sehr charakteristisch für seine Bodenart. Und du hast dieses Fass und es fehlen nur noch ein paar Liter. Und das muss aufgefüllt werden. Und da kannst du schon Silvaner nehmen, du solltest auch Silvaner nehmen. Oder du nimmst Riesling. Das hat Angus gemacht, weil er einfach ein Fass nebendran genommen hat. Es war genial, weil was ist passiert? Eva steigt auf die Barrikaden. Und lässt einen Schrei los. Es war ein stummer Schrei, weil ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann haben wir gemerkt, dieser Wein ist einfach nur gigantisch, weil du hast Silvaner und du hast dieses Kräutrige und du hast das Gelbe, du hast die Excellence, dieses Schwebende von Silvaner und plötzlich kickt dir so ein Riesling-Schwänzchen rein. Also so ein bisschen als Ausrufezeichen, das sehr spät kommt, das aber dieses ein bisschen manchmal zugediegene von Silvaner bricht. Das ist der absolute Silvansinn. Und es ging weiter, ihr lieben Leute. Ja, Angus hat nicht nur falsche Tanks genommen, sondern nur einmal und dann gelernt. Und dann mich beglückt und bereichert mit Dingen wie Rosé ins Holzfass. Es kam ein besoffener Vogel raus, der Smoking Flamingo. Dann kam Petnat, ein Wein, der gärt und du störst ihn an der Gärung und also lauter so verrückte Sachen, wo, ja, wir haben jetzt eine Betitulierung gefunden, das ist auch alles Englisch, also von Crazy Rabbit bis Smoking Flamingo, über Naked Turtle ist alles dabei und ich freue mich einfach nur, dass wir uns hier gegenseitig über alle Ländergrenzen heraus befruchten und bereichern und Kreativität fließt. Also seid silvansinnig. Lasst es auf euch ein, das Spiel aus Eva und Angus und tollen Kreationen. Der Wahnsinn ist eine davon und ja, bisher die beste. Lasst es euch auf der Zunge zergehen.